Colorlock Alcantara und Textilpflegeset. Ist für alle Stoffe, Mikrofaser, Flachgewebe, Velure, Mohair, Naturgewebe, Mischgewebe, aber auch synthetische Gewebe. Und auch völlig egal, wo es ist, ob es ein Sofa ist, auf dem Sessel, auf dem Esszimmerstuhl, im Auto, wie auch immer. Das ist ein guter Arounder, aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich an verdeckter Stelle einmal testen auf Verträglichkeit und dann kann man eigentlich auch direkt loslegen. Einmal der Alcantara und Textilreiniger ist hier drin, einmal ist eine Imprägnierung drin auf Wasserbasis, eine Reinigungsbürste und der Schwamm, mit dem man den Reiniger einarbeitet. So. Wie geht man vor? Einmal ist hier so ein Sicherheitsverschluss, den muss man einmal zur Seite drehen und dann von Naht zu Naht, wenn man Flecken hat, dann kümmert man sich erstmal um die Flecken. Also dann würde man hier, muss ich mal richtig aufmachen, so jetzt haben wir es, würde man ein bisschen intensiver arbeiten, das Ganze mit dem Schwamm ein bisschen einarbeiten, 5 bis 10 Minuten einziehen lassen und dann die ganze Fläche einmal mit dem Textilreiniger einsprühen. Wieder mit dem Schwamm einarbeiten, wenn man hartnäckige Flecken hat, mit der Bürste. Wobei man natürlich einmal testen muss, ob die Bürste nicht den Stoff zu stark aufraut. Bei einem Stoff wie hier würde ich nicht die Bürste nehmen. Kann ich nicht empfehlen, aber bei einer Mikrofaser oder bei Alcantara ist das überhaupt gar kein Thema. Im Gegenteil, da ist die super, super dienlich. Man sollte immer von Naht zu Naht arbeiten, egal ob das ein Sofa ist oder ein Autositz. Oder ein Alcantara-Lenkrad zum Beispiel in seinem Auto. Sollte man damit einmal arbeiten. Ja, 5 bis 10 Minuten wieder einwirken lassen. Dann eine Schüssel oder einen Eimer mit lauwarmem Wasser holen, so 30 Grad ungefähr soll das Wasser haben. Schwamm ausspülen. Und dann einmal Schmutz und Reiniger wieder aus dem Bezugsmaterial raussprühen. Das ist ein bisschen aufwendiger, das kann schon mal ein paar Minuten dauern, nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten, bis man so eine Fläche sauber hat. Es lohnt sich aber. Wenn es dann trocken ist, also man lässt es dann gut trocknen und trägt dann die Imprägnierung auf. Beim Auftragen der Imprägnierung bitte für eine gute Durchlüftung sorgen, dass man nur das Sofa imprägniert und nicht sich selber auch. Imprägnierung, gleiche hier einmal das rüber. Die Fläche ist ja noch feucht, die habe ich vorhin schon mal gemacht, die ist trocken. Da kann ich einmal die Imprägnierung auftragen, damit ihr seht, wie das aussieht. Einmal so gleichmäßig rübergehen. Trocknen lassen. Man kann die auch trocken föhnen, wenn man möchte. Hat einen ganz guten Effekt. Also dann funktioniert die tatsächlich noch ein bisschen besser. Muss man aber nicht. Und natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu heiß macht. Ja, viel Spaß beim Reinigen und beim Nachmachen.